Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder beim Pokémon Character Battle und ich hatte dieses Mal Saverio, den, ich sag jetzt mal, neuen Rivalen aus dem DLC Schneelande der Krone und beziehungsweise in dem Fall Insel der Rüstung, der einen am Bahnhof begegnet, ist aber nur, wenn man Pokémon Schild hat. Also war das mein Rivale. Und ich dachte erst am Anfang, es wäre ein Mädchen wegen den langen Haaren, aber was auch immer. Der Gute hat sich auf Psycho-Pokémon spezialisiert und der hatte folgende Pokémon zur Auswahl: Simsala, Galalamos, Galalashoking, Fletiamo und Galagalopper. Also sehr viele Galar-Formen. Und als sechstes Pokémon haben wir ihm dann noch einen Marithelit gegeben. Wir hätten ihm auch einen sehr wohl geben können, das hätte aber die Fähigkeit Psycho-Erzeuger gehabt, wodurch er ein Psycho-Fett bekommen hätte, was relativ stark gewesen wäre. Deswegen dachten wir uns, hey, wir geben ihm Marithelit, Marithelit ist cool. Also kriegt er ein Marithelit. Ja, und das waren dann auch schon meine 6 Pokémon und da zeige ich euch jetzt, was ich hieraus gemacht habe. Als erstes haben wir das besagte Marithelit. Spiele ich als Lead wahrscheinlich, beziehungsweise auch als Screener mit dem Lichtlehm, damit das länger hält. Haben wir hier natürlich den Lichtschild und den Reflektor. Dann haben wir Klebenetz, das ist ja leider ziemlich cool, also auch noch eine gute Möglichkeit, um ihn halt als Lead einzubringen. Und damit er auch noch einen Angriff hat, Käfergebrumm, warum nicht? Ich brauche jetzt nicht auf jedem Pokémon eine Psycho-Attacke, weil wir haben 6 Psycho-Pokémon. Ich denke, ich brauche nicht auf jedem eine. Ich spiele ein bisschen tanky, weil er hat sehr gute Resistenzwerte. Die muss man nicht noch extra erhöhen. Und dann das andere alles in den in die Initiative, damit man auch die Schilde und alles durchbekommt. Und ja, als Fähigkeit haben wir Schnüffler, damit wir das gegnerische Item erschnüffeln können, weil Telepathie bringt uns gar nichts. Das ist nur für Doppelkämpfe. Und Hexaplager. Ja, selten, in den seltensten Fällen, ich denke, Schnüffler ist hier, denke ich, schon am sinnvollsten. Dann haben wir Simsala. Simsala spielen wir als kompletten Sweeper mit Magie, Schild oder Spiegel? Magic Guard müsste Schild sein. Magie Schild, Magie Spiegel. Tut mir leid, ich verwechsel es jedes Mal. Eins von beiden, jedenfalls das, was die Sachen zurückbounced, was gut ist. Dann spielen wir die Assault West, also die Offensivweste, damit wir, weil wir haben nur Angriffsmoves, deswegen können wir unsere Spezialverteidigung noch ein bisschen mehr erhöhen. Defensiv sollten wir jetzt allerdings nicht reinschicken, aber das ist ja eine Sala-Sache. Dann habe ich gedacht, wenn ich schon ein Full-Psycho-Team habe, dann spielen wir natürlich mit einem Psycho-Feld. Psycho-Feld sorgt dafür, dass alle Psycho-Attacken halt verstärkt werden und dass man nicht von Prio-Attacken getroffen werden kann, aber alles nur, solange man auf dem Boden steht. Das bedeutet, nee, warte mal, doch, nur solange man auf dem Boden steht, glaube ich. Nee, dann, oder? Egal, auf jeden Fall funktioniert dann nur die Expanding Force, die, Gott, wie habe ich die? Ich habe mir aufgeschrieben, wie die Attacke heißt. Kleinen Moment. Die heißt Flächenmacht. Flächenmacht ist nämlich eine Attacke, die auf Psychoterrain nochmal mehr Schaden macht, also zusätzlich zu dem Bonus. Aber halt nur, wenn man den Boden berührt. Und deswegen kann man das zum Beispiel auf Fletiamo und auf Marithelit eh nicht spielen. Deswegen haben wir das auf Simsala, denn der steht mit beiden Füßen solide auf der Erde. Dann haben wir den Spukball, um bis Coverage zu erzeugen, und den Energieball und den Zauberschein. Alles für die Coverage auf Spezialen von der Initiative. Ganz normal. Dann haben wir Galalamos. Und den spielen wir ebenfalls als Sweeper. Hab ihm aber noch den Giftschlamm gegeben, weil er ist Typ Gift, also kann man das, denke ich, ausnutzen. Und den Quick Draw, den Schnellschuss, sodass er quasi in 30% der Fälle quasi eine Flinkklaue hat, dass er dann zuerst angreift. Was gar nicht mal so verkehrt ist, denn wir haben extrem wenig Initiative. Ich habe erst überlegt, ob ich Bizarro-Raum spiele, aber die beiden sind die einzigen langsamen Pokémon. Die anderen sind eigentlich vergleichsweise schnell, wenn man sich das hier so ansieht. Deswegen hätte sich Bizarro-Raum nicht so gelohnt. Also haben wir hier keine weiteren Werte in die Initiative reingesteckt, weil das lohnt sich dann eh nicht. Dann haben wir hier den Shellside Arm, das ist seine neue Spezialattacke mit Stärke 90 und bei 20%ige Chance, was Physical Contact if it would be stronger? Achso, zu 20% vergiftet ist und irgendwie, keine Ahnung, Physical Contact if it would be stronger, ich habe vergessen, was das heißt. Egal, ist auf jeden Fall eine ganz nette Attacke. Dann haben wir Flammenwurf als Coverage, Eisstrahl und halt, wie gesagt, die Flächenmacht, weil wir den Boden berühren und unser Psycho-Feld dadurch noch stärker ist. Alles in HP und Spezialangriff, denn Initiative lohnt sich nicht, was rein zu investieren.
Und hier haben wir auch unseren Psychofeld-Erzeuger. Den werden wir auch versuchen, relativ schnell reinzubekommen. Auch mit dem Terra-Extender, damit das noch ein bisschen länger hält. Hier das Psychofeld. Bumm, kriegen wir dann raus, machen wir schöne Sachen. Als Fähigkeit haben wir Belebekraft, damit, wenn wir austauschen, eben noch ein bisschen heilen können. Weil die kuriose Medizin bringt nur was, wenn man Doppelkampf macht, dass man die Stat-Changes vom Verbündeten auf 0 macht. Also egal, ob es erhöht oder verringert wurde, alles wieder auf 0. Bringt uns jetzt halt gar nichts, deswegen Regenerator. Siedewasser, ebenfalls als Coverage. Die Matschbombe halt als Step. Und die Flächenmacht, damit wir halt echt gut... Ich meine, Flächenmacht im Psychofeld, das stelle ich mir sehr, sehr stark vor, weil es dadurch so viele Sachen verstärkt wird. Und ich glaube, das wird ziemlich nice. Deswegen hier auch auf HP und Spezialangriff. Dann haben wir Fletiamo. Hier können wir die Flächenmacht nicht spielen, aber das ist gar nicht so schlimm. Denn hier habe ich sowieso andere Sachen vor. Und zwar haben wir erstmal hier den Sash, damit wir einen Angriff überleben. Und, oh Gott, wie heißt die Fähigkeit? Simple, wie hieß denn das nochmal? Irgendwas mit Schwankungen oder so. Dass jedenfalls immer, wenn ein Stat erhöht oder gesenkt wird, dass es halt zweimal passiert. Und somit können wir uns mit Calm Mind, also mit dem Gedankengut, jede Runde Spezialangriff und Spezialdefensive um 2 Stufen erhöhen. Haben dann noch mit dem Luftschnitt einen Step, Gigasauger eine Coverage. Und dann haben wir den Kraftvorrat, der plus 20 extra bekommt pro Stat, den man geboostet hat. Das heißt, wenn man einmal Gedankengut aktiviert, hat das schon eine Stärke von 100. Wenn man das zweimal aktiviert, hat es eine Stärke von 180. Plus den vierfach erhöhten Spezialangriff, den man dann noch hat. Also wenn wir das durchbekommen, das wäre ziemlich nice. Haben wir hier auch auf Spezialangriff und Speed. Ich hätte auch noch ein bisschen in die AP stecken können. Aber ich denke, wenn wir dann den Speed so weit erhöht haben, sind die AP auch relativ egal. Außerdem haben wir noch einen Fokus-Dash, also einen Gedankengut bekommen wir auf jeden Fall durch. Außer da liegen irgendwelche Tarnsteine. Aber dagegen haben wir jetzt leider nichts, aber das ist vollkommen okay. Und als letztes haben wir Galoppa oder auch Celestia, wie ich es gerne nenne, weil es 1:1 Celestia ist. Spielen wir ebenfalls als Sweeper mit dem Lebenorb und der Pastellhülle, dass es nicht vergiftet werden kann. Die anderen Sachen bringen uns nicht allzu viel. Ebenfalls die Flächenmacht wegen dem Psychofeld. Dann die Pferdestärke, einfach als gute Coverage. Knuddler als Step und dann noch den Stromstoß, ebenfalls als Coverage. Volles in die Spezialangriff und ATK. ATK, das klingt dämlich. Auf jeden Fall haben wir hier Sweeper. Wir haben diese vier Sweeper hier, wobei der hier sich noch ein bisschen boostet. Der hier unterstützt das Team mit einem Terrain und der ist unser Tank, der dafür sorgt, dass die Leute auch alle überleben, im besten Falle. Ja, das ist Saverio und ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird, aber jetzt schauen wir uns noch Paul's Team an. Ja, ich hatte Kate, die Wasserarena-Leiterin aus der Galar-Region. Sie ist in Kelton, das ist so, kommt man ziemlich früh hin, zweite Stadt, glaube ich, mit Arena. Und sie hatte folgende Pokémon, einmal natürlich ihr Signature Kamal, dann hat sie Tektas benutzt, Pelipper, Barakiefer, Golking, Morlord und Agrostella. Und ich habe mich gegen Golking entschieden und alle anderen reingenommen und habe ein schönes Wasserteam gebaut. Und zwar angefangen mit unserem Wasser-, also Regentanz-Setup. Habe ich gerade Wasserteam gesagt? Ja, klar, ein Wasserteam. Ich meine natürlich ein Regentanz-Team. Und zwar haben wir mit Pelipper die Möglichkeit, immer safe den Regen rauszuholen, wenn wir es einswitchen. Und genau, und ansonsten habe ich dem auch noch das Wahlglas gegeben, denn im Regen trifft ja der Orkan immer. Card Miss and Rain und das ist ja noch ein Step und hat viel Angriff, also spezieller, ein guter spezieller offensiver Move. Und der soll einfach richtig reinhauen, auch noch mit der Hydropumpe und dem Eisstrahl. Und vielleicht packen wir den in die erste Runde und switchen dann direkt mit der Kehrtwende raus, wenn da eins ist, was irgendwie langsamer ist. Und wir wollen irgendwie anderes Pokémon mit Pressure haben, dann können wir den nämlich später nochmal reinwechseln und nochmal den Regen rausholen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ist voll in KP investiert und dann eben auch noch den ganzen Spezialangriff, den geht. Mitgenommen und den Rest in die Initiative, sodass wir eine ungerade KP-Anzahl haben. Als nächstes kommt Kamal mit dem Lebenorb und dem Wassertempo als Fähigkeit, das heißt doppelte Initiative im Regen und mit dem Lebenorb machen wir dann ordentlich Schaden. Wir sind auch voll in den Angriff investiert mit einem harten Wesen und auch alles, was geht in die Initiative, um halt möglichst viel dann durch das Wassertempo zu überholen. Und dann spielen wir einmal als Step die Steinkante und den Aquadurchstoß für Gestein und Wasser. Dann haben wir noch die Drachenschuppe oder so heißt es, glaube ich. Irgend so eine Attacke, die auf jeden Fall 2-5 Mal trifft und uns noch mehr Geschwindigkeit gibt. Das heißt, damit können wir auch noch ein bisschen setupen und eventuell nach dem Regen dann noch weiter sweepen.
quasi, wenn wir dann irgendwie zweimal da Initiative Plus bekommen haben oder so. Und dann noch ein Erdbeben als Coverage. Das nächste Mon ist Barakifa. Das hat auch das Wassertempo, profitiert also auch sehr von dem Niesel von Pelipper. Und hat das Walband dabei, der soll also auch nochmal anders richtig reinhauen. Hat diese schöne neue Wasserattacke, die quasi wie Kehrtwende ist, nur als Wasser. Wir switchen dann auch aus und haben noch den normalen Step, die in Aquadurchstoß dabei. Dann haben wir noch Nahkampf als Coverage und Gifty. Somit haben wir jetzt hier Boden, Drache, hier haben wir Eis, hier haben wir jetzt Kampf und Gift, also haben schon ziemlich viel abgedeckt. Gehen auch hier Vollangriff, hartes Wesen und den Rest in Initiative. Genau. Dann haben wir Morlord, das ist unsere physisch-defensive Wall. Wir haben das, die Überreste drauf und Unkenntnis, das heißt, wenn der Gegner sich setup, können wir den reinwerfen und seine Plus-Boosts bringen ihm gar nichts mehr. Und spielen dann als offensive Moves das Siedewasser und die Erdkräfte, einfach weil es auch Step beides ist. Wir auch nichts anderes brauchen, außer noch Toxin und die Genesung. Und damit sollten wir eigentlich ganz gut stallen können. Genau, alles in die physische Defensive, ungerade KP-Anzahl mit Max. Und den Rest in den Spezialangriff, dass der auch noch ein bisschen mehr Schaden macht. Dann haben wir noch Tektas, der kann zum Schluss gut aufräumen, denn der hat zwei Priority Moves. Einen, den er nur im ersten Turn einsetzen kann, und zwar die First Impression, ja, irgendwas auf Deutsch auch noch. Auf jeden Fall Käfer und Step, richtig gut. Und dann noch die Wasserdüse, auch Step, natürlich nicht ganz so stark, aber dafür kann man es in jeder Runde einsetzen, hat immer plus Priorität. Dann haben wir noch den Aquadurchstoß und Nextstrike heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Eine schöne Unlichtattacke, noch mehr Coverage. Sinnvoll auf KP und dann Angriff gegangen. Wieder hartes Wesen. Ja, wir wollen einfach böllern. Und wir haben die Plateauschuhe, das heißt Stachler, Giftspitzen, Tarnsteine und Klebenetz sind für den egal. Das ignoriert er einfach komplett, also alle Hazards. Und dann haben wir noch diesen Emergency Exit, das ist halt seine Immer-Fähigkeit. Ne? Bei Hälfte des Lebens muss er leider auswitchen. Aber wenn das letzte Mon ist, was noch da ist, dann triggert ihn natürlich nicht, weil er nicht mehr switchen kann, weil es ja nichts anderes gibt. Genau, also der soll zum Schluss quasi aufräumen. Der kann natürlich auch zum Schluss aufräumen oder der, je nachdem, ob wir noch den Regen draußen haben. Aber angenommen, Pelipper ist schon tot, wir kriegen keinen Regen mehr raus, dann kann der auch ohne Regen was machen. Und zu guter Letzt unsere speziell defensive Wall, unser Agrostella mit dem Regenerator. Oder Belebekraft heißt es auf Deutsch, genau. Das heißt, den können wir reinswitchen, wieder rausswitchen. Er regeneriert von sich aus Leben, ist ganz cool. Dann haben wir noch einen Giftschleim, das heißt auch innerhalb des Kampfes regeneriert er Leben. Dann haben wir was zum Stallen, was auch noch bei Kontakt vergiften kann, nämlich Baneful Bunker, ist quasi Schutzschild mit einer extra Sache noch dabei. Falls der Gegner setupt und wir unser Maulout nicht mehr haben und das irgendwie wegkriegen müssen, können wir das auch noch mit Dunkelnebel wegmachen. Haben dann noch einen Abschlag dabei, um irgendwelche nervigen Items wegzuhauen und nochmal Toxin. Genau, wie gesagt, speziell defensiv investiert. Alles, was geht, da rein. Und den Rest in die KP, ungerade, Rest in die Verteidigung. Wir wollen mit dem nicht wirklich angreifen, beziehungsweise keinen Schaden machen, wenn wir angreifen, sondern nur das Item weghauen. Genau, also zwei defensive Mons, einmal Regen-Setup und zwei Wassersweeper und einen Sweeper, der auch ohne Wasser klarkommt. So sieht's aus. Und der kann natürlich auch von sich aus schon gut Schaden machen und ein paar Walls breaken mit dem Wahlglas Schaden. Seid gespannt auf den Kampf. Okay, das ist jetzt ein bisschen her. Ich akzeptiere deine Herausforderung. Hey yo, nice. Ah, hi, Nessa? Nee, wie heißt du? Du heißt sie auf Englisch, ja. Wie heißt sie auf Deutsch? Auf Deutsch heißt sie Kate. Ah, Kate, genau. Kate. Und du bist oh Gott, die beiden Rivalen. Haben wir zusammengepackt, glaube ich, ne? Warte, ich geh nochmal raus. Vorher hab ich nochmal raus, das war mir zu laut. nein, ich bin kein zusammengepackter. Dann. Ach, die Namen. Keine Ahnung mehr. Ja gut, du hattest Schwert, ne? Ja. Also hast du ihn nicht gesehen. Ich bin Saverio, der Psycho. Meister. Boy. Hä, aber das ist doch der Rivale. Also der Rivale auf der Rüstungsinsel. Ja, ja, aber die haben wir nicht mit der Giftfrau zusammengepackt. Die hat ihr eigenes Team. Achso, aber ich meinte auch den Typen auf jeden Fall. Okay, okay. Und das hatte ich auch. Also ich hatte den auch als Gegner. Achso, okay. Der hat mal mit seinen Pokébällen so rumgefluppt. Ja, genau, sind so um seinen Kopf sind die rumgeflogen. Okay. Okay, keiner von uns hat einen Vorteil, das ist ja schon mal schön. Ja, ne? Keine Type Advantage. Und ja, ich seh dich, Niesel Pelipper. Du musst gar nicht so blöd gucken.
Er grinst doch schon so schön. Ich habe gar keinen Bock drauf. Vor allem der da hat Wassertempo, der da hat Wassertempo. Ja, zwei haben Wassertempo. Genau, Kamalm und Barakiefer, ne? So ist es. Ja, okay. Ja. Was haben wir denn da Schönes gegen? Du bist schon mal nutzlos. Du könntest noch ganz nett werden. du könntest noch ganz nett werden. Ja. Lass mich ein bisschen überlegen. Ja, du kannst wahrscheinlich auch noch diese Attacke. Okay. Gurgel! Es ist Gurgel! Ja, weil er so schön gurgeln kann. Das ist Sakura. Hallo. Sag hallo, Sakura. Hallo, Sakura. Nein, Sakura sagt hallo. Ach so. Okay. Okay, da hast du mich erwischt. Da hab ich dich erwischt. Da war ich dumm. Da habe ich jetzt natürlich eine Runde verplempert. Ist die Frage, ob du ein Wahlband hast und deswegen jetzt sogar raus musst. Wäre natürlich witzig. Könnte ich mir nämlich vorstellen, dass du das machst. Bap, 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 bap. Oh yeah. Haha. Nocturne. Witzig. Oh, Critical Hit. Da hat er einfach Überreste. Swoosh. No. Swoosh. Hallo, Swoosh. Es geht ab, Swoosh. Swoosh goes up. 1, 2. Ja, das reicht nicht ganz. Meine Defensive steigt. Interessant. Ja, andersrum, meine Geschwindigkeit steigt. Ah, aloy. Interessant. Der ist jetzt super speedy. Alles okay, Nocturne hat seinen Job erfüllt. Er hat alles gemacht, was er machen sollte. Mehr sollte er nicht tun. Das Klebenetz ist natürlich nervig. Ja, aber du hast doch eh irgendwo einen Turbodreher oder Auflockern oder sonst irgendwas. Also Auflockern hast du bestimmt auf Philippa. Wer weiß. Gut, Turbodreher könnte sein auf Toxapex, aber wenn du Auflockern hast, wirst du das nicht spielen. Toxapex kann doch kein Turbodreher, oder? Nicht? Weiß ich nicht. Hätte ich mir vielleicht denken können, dass der irgendwas in die Richtung kann. Mhm. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur die Möglichkeit, auf Philippa die Vorkehr zu spielen. Ah. Thea! Hallo. Na, hast du mein Team schon erkannt? Du hast Geräusche, die man mit Wasser irgendwie macht. Ja! Wasser macht Swoosh, man gurgelt mit dem Wasser. Und man platscht im Wasser. Ah ja. Mollert. Klatscht. Mollert platscht im Wasser. Ja. Ich finde Gurgel so geil bei Philippa, weil er halt so einen riesigen Mund hat. Ja, das passt sehr gut. War schon witzig. Und meine Ja, so weibliche Charaktere aus... Nee, nicht weibliche, warte mal, Nocturne? Nocturne ist nicht weiblich. Gut, bei Nocturne passt es nicht mehr so, aber es hat damals gepasst, dass ich das Tier erstellt habe. Es hat damals gepasst? Nutzlose Charaktere. Aber Nocturne ist doch nicht nutzlos. Er war damals nutzlos, also er war damals halt so, Darkness, ich krieg bald ein Rework, weil ich bin scheiße aus, so, weißt du? Aber das ist doch schon ewig, der ist ja seit ein paar Wochen richtig krass mega. Ja, es ist doch schon ein bisschen her, dass ich das Team erstellt habe. Aber doch. Doch, echt? Es ist schon ein bisschen her. So lang? Ja. Athea ist nutzlos in Yu-Gi-Oh! Und Sakura wurde mir gesagt, dass die Naruto nutzlos ist. Nein, die wird irgendwann richtig krass. Mir wurde immer gesagt, Sakura ist nutzlos. Am Anfang war sie nicht so krass, ja. Expanding Force. Das ist okay. diese Fähigkeit, die im Psychoterran stärker ist. Mhm. Ich dachte, ich probiere das mal aus, wenn ich schon ein Psycho-Team habe. Ja, kann man mal machen. Funktioniert aber nur, wenn das Pokémon auf dem Boden steht, wohl. Interessant. Warte, was war Psychoterran noch alles? Das will ich jetzt kurz sagen. Keine Dingsbums hier. Priority Moves. Genau, nix Priority.
dann Pokémon, die Psycho-Attacken sind auf dem Boden halt stärker. Ja. Das war so groß und ganzen. Und Expanding Force ist natürlich richtig stark. Ui. Weil, ja gut, es ist Step, es wird durch das Feld verstärkt und es wird verstärkt, weil es Feld aktiv ist. Scheiße. Hat ja ganz gut funktioniert, die Taktik. Gut, dass das Mordort weg ist, war so wichtig. Jetzt ist deine Elektroimmunität nämlich weg. Ja, das war dumm, dass ich den gerade abgeworfen habe. Ein Giftmon. Ein bisschen ausstallen. Ja, das ist, ist schon schlau. Alter, das ist aber auch strong. Holy shit. Ah, heute ist ein scheiß Regen wieder raus. Nein! Thea! Ja. Okay, dann Sakura wieder dran. Ja, die wird mich jetzt halt komplett durch. Wahrscheinlich, so ein Wild Charge tut weh. Au, okay, ja, ich habe übrigens kein Wahlband. Ja, sondern eben auf, okay. Wobei, Blub wird schneller sein. Ich denke auch. Das ist natürlich ungünstig. Ja, das wird sie nicht überleben. Blub. Blub im Regen ist. Weil er ein Fisch ist. Haha! Aber er hat keinen Damage Boost oder so. Mein Feld ist weg, das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Na, wird knapp auf jeden Fall. Ich muss überlegen. Du bist auf jeden Fall arschschnell. Das ist auf jeden Fall schneller als alles von mir, hundertprozentig. Schon, ja. Für zwei Runden. Außer, dass irgendwo ein Wahlschall noch oder so. Ich guck gerade, ob ich einen habe. Oh, ich hätte das theoretisch. Aber es wird auch nicht reichen, dich zu töten. Und du hast noch den Stärken durch den Regen. Okay, komm, versuchen wir Hopp. Hopp ist nutzlos. Hopp ist einfach nutzlos. Oh, stimmt, der Speed wurde ja auch noch verringert durch das Klebenetz. Stimmt. Hey, Sash. Ah, Focus Sash. Gigasauger. Yes, Crit. Oh, der Crit. Ich weiß nicht, ob es mit Crit gereicht hätte. Wahrscheinlich nicht. Meinst du ohne Crit? Meint ja. Mit Crit. Ja, First Impression. Da, das reicht halt trotzdem, obwohl ich Flugtyp bin. Ist das lächerlich. Ja, der hat schon einen guten Angriff. Ja, aber das trotzdem noch reicht, das ist heftig. Hat dich Pitch-Patsch nass gemacht. Ja, hat er leider wirklich. Gucken, ob er dein restliches Team auch nass macht. Göffel! Ein Göffel ist nutzlos. Ein Göffel? Nein, die sind super. Nein! Was hast du gegen Göffel? Göffel sind nutzlos. Ja, das ist jetzt natürlich schwächer, weil kein Feld mehr da ist. Oh mein Gott. Gute Unlechtattacke. Coverage. Jeez. Let's go. Ja, das ist jetzt natürlich, Akiza ist nach der zweiten Staffel nutzlos, okay? Ja, das sehe ich. Davor ist sie. Da ist sie dann immer nur noch. Ich bin auch dabei, hallo. Ja, ist sie wirklich. Schau an, wie toll ich bin. Ja, dann Roadshop wird mich wahrscheinlich killen, ne? Könnte passieren. Hat Käfer eine Giftresistenz? Bei Resistenzen bin ich nicht so gut. Ich glaube, Gift hat auf jeden Fall eine Käferresistenz. Aber ich bin mir gerade unsicher, ob Käfer auch noch eine Giftresistenz hat. Aber das kann man ja angucken. Weakness. Show me. Upsi. Ich muss noch was dazu eingeben. Oh, kacke. So. Oh, ich hab mich verschrieben. Warte. Spannung steigt. Alle guten Dinge sind drei. Warst du nicht mal jetzt aber. War dein Charakter nicht mal Cynthia und nicht Lucia? Bin ich gerade Lucia? Du bist Lucia. Oh, stimmt. Das hat sich verändert. Upsi.
Ich habe keine Giftresistenz, nein. Okay. Dann versuchen wir es. Oh mein Gott, ich überleb's. Oh, so knapp. Ich kann das noch gewinnen. Ich habe Crit-Tor als Fähigkeit. Dass du theoretisch zuerst angreifen darfst. Und du hast mir gerade 53,3% gemacht. Ich habe jetzt aber 53%. Quick Draw, komm schon. Nein! Platsch, platsch. Oh, das war schon wieder so close. Warte mal. Es ist schon wieder ein Tektas. Genau wie im letzten Kampf. Immer das Tektas. Das Tektas am Ende. Eine neue Nemesis. Vorher war es die Geisterarena, jetzt ist es Tektas. Ja. Oh yeah. Shit. Oh, so close. Ja, wirklich close. Aber ich bin auch so froh, dass ich die Heavy-Duty-Boots auf ihm drauf habe. Dadurch wurde ich nicht vom Klebenetz getroffen, sonst wärst du einfach schneller gewesen. Das stimmt, das stimmt. Oh mein Gott, das hat mich richtig gesaved. Oh. Und der Throat-Shop, dass ich den dabei hatte. Hm. Die beiden Sachen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Expanding Force im Psychofeld so unfassbar strong ist. Ja, das war schon krass. Das ist ja echt heftig. Ja, es hat aber nicht gereicht. Wassertempo, ey. Oh yeah. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Moment, ich muss auf meine Liste. Wo ist die Liste? Ich hab die Liste. Hier, ich hab sie gern lange nicht benutzt. Okay, du holst auf, du bist nur noch, beziehungsweise ich bin nur noch 5 vorne. Oh. Vorsprung wird kleiner. Hm. Okay, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssili und bleibt schön nass. Immer schön feucht bleiben. Nein, nass.